Hallo zusammen, hier ist wieder Winfried aus Aschaffenburg. Ich begrüße euch zur vierten Folge über die alte Geleitstraße. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war diese Straße die wichtigste Verbindungsstrecke von Bayern nach Frankfurt am Main. Mit dem neuzeitlichen Chausseenbau verlor sie an Bedeutung. Im 20. Jahrhundert wurden weite Teile der Geleitstraße zerstört durch Ton-, Sand- und Kieserbau sowie die Flurbereinigung. Das ist nun unsere vierte Folge über die alte Geleitstraße. Wir setzen diese Folge dort fort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, im Naturschutzgebiet Bonsche Kiesgrube, südlich von Mainflingen. Wir haben hier eine topografische Karte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ihr seht, dass die alte Geleitstraße in einem großen Bogen an Mainflingen und dann Welsheim vorbei nach Seligenstadt führte. Hier hat sich noch ein kurzer Abschnitt unserer alten Geleitstraße erhalten. Das Naturschutzgebiet Bonsche Kiesgrube ist eine große Seenlandschaft,
Dies sind Hinterlassenschaften des Ton-, Sand- und Kieserbaus im 20. Jahrhundert. Von unserer Gleitstraße hat sich hier kaum etwas erhalten. Seit 30 Jahren ist die Bonsche Kiesgrube Naturschutzgebiet. Der größte Teil des Geländes ist abgesperrt. Was sich von der Gleitstraße noch erhalten hat, wird nun von der Natur zurückerobert. Ich bin hier jetzt am westlichen Stadtrand von Mainflingen. Früher führte hier die alte Gleitstraße in einem großen Bogen Richtung Seligenstadt. Die heutigen asphaltierten Wirtschaftswege haben mit unserer Gleitstraße nichts zu tun. Thank you.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.